Lass uns jetzt mal ganz kurz gucken, warum Dena jetzt kein Rennen mehr fährt. Das würde mich mal interessieren. Das hat mir Lucifer heute Morgen bei Instagram zugeschickt, der Gute. Dankeschön an der Stelle, dass du mir das zukommen lassen hast. Ich bin gespannt. Das sieht auf jeden Fall nicht aus wie die Wohnung in Spanien oder die Behausung in Spanien. Mal sehen. Einige gehen rein in den Motorsport und Felix geht wieder raus aus dem Motorsport. Mal gucken. Hey Leute, so jetzt ein bisschen anderes Video heute. Aber ihr seht schon im Titel, ich werde dieses Jahr kein Rennen mehr fahren, keinen Motorsport machen. Ich habe viele, viele Fragen dazu bekommen, was los ist, warum keine Racing-Videos mehr kommen. Heute reden wir darüber. Ja, ich habe mich in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen um diese Frage rumgeschlichen und wollte sie noch nicht öffentlich beantworten, weil sie für mich selbst auch noch nicht ganz klar war. Und ich meine, Dena ist wirklich nicht wirklich sehr viel älter geworden, ne? Im positiven Sinne. Also hier sieht man das so ein bisschen an den Augen so, aber er ist nicht wirklich viel älter geworden. Aber dieses Jahr hört sich ja schon mal gut an. Die ersten 21 Sekunden sind schon mal fantastisch. Mein Motorsport war eines der wichtigsten Themen hier auf dem Kanal in den letzten 7 Jahren. Selbst Rennen zu fahren ist einfach ein absoluter Traum, der irgendwie für mich wirklich wahr geworden ist. Deswegen, dass ich jetzt dieses Jahr nicht fahre, das ist kein gutes Gefühl. Und wieso, weshalb, was da irgendwie los ist, darüber reden wir heute im Video. Aber erstmal kurzer Rückblick, so wie hat eigentlich alles angefangen bei mir mit Motorsport. Für alle, die mich länger verfolgen, die wissen das. Ich habe eigentlich auf YouTube hier mit Gaming-Videos angefangen. Also ich saß zu Hause am Computer, habe meinen Bildschirm in Minecraft angeschrien, als ich vom Pferd gestorben bin. Okay, er ist doch älter geworden. Und das alles aus meinem Kinderzimmer in Lübeck, während ich noch zur Schule ging. Ist jetzt 13 Jahre her einfach. Und auch wenn Autos mich schon immer fasziniert haben, ja, als kleines Kind habe ich mit Spielzeugautos Stau gespielt. Später war es dann immer ein absolutes Highlight, wenn ich alle 1-2 Jahre mal mit meinen Geschwistern auf die Kartstrecke durfte und 15 Minuten mit dem Leihkart gefahren bin. Auf jeden Fall eine meiner... Okay, ich muss das ganz kurz fragen, Entschuldigung. Was ist denn Stauspielen? Was bedeutet das? Stellt man dann einfach auf den Teppich 10.000 Autos hin quasi und dann kann ich mir das so vorstellen? Lernt, wie man unsinnig hupt. Aha, okay. Meiner coolsten Kindheitserinnerung. Aber selbst echte Rennen, Autorennen zu fahren, war immer utopisch, weil wenn du heutzutage Rennfahrer werden willst, geht das nur, wenn du richtig reiche Eltern hast, die dieses Hobby für dich bezahlen. Also selbst im Kartfahren zahlst du da schon über 100.000 im Jahr auf dem hohen Niveau und Auto. Und Tim so, warte kurz, holt mal Bier. Rennen dann sowieso nochmal drüber. Also es war klar, dass ich sowas nicht machen konnte und auch als ich mit YouTube angefangen habe, war das ja nicht so, hey, ich mache jetzt das hier und spiele Minecraft und GTA, um irgendwann irgendwie Rennen fahren zu können. Also es war absolut nicht abzusehen, dass ich irgendwie mal selbst Rennen fahren darf, aber mein YouTube-Kanal hat sich halt immer darum gedreht, was mir Spaß macht. Ne? Am Anfang eben Gaming, später dann aber auch mehr vor der Kamera und mit solchen Sachen wie unserer Longboard-Tour, wo ich mit dem Longboard von Sylt bis Schloss-Neuschwanstein 40 Tage quer durch Deutschland gefahren bin. Immer noch eins meiner absoluten Highlights und ich würde sagen der YouTube-Deutschland-Highlights. Und auch wenn mir das richtig Spaß gemacht hat, ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich das ein oder andere Mal auf meinem Longboard auf der Bundesstraße gefahren mit und neben mir ein Porsche vorbeigezogen. Ich dachte, oh, das wäre auch cool. Und ich meine, in den Jahren darauf habe ich dann auch den einen oder anderen Roadtrip gemacht, den ich für YouTube gefilmt habe. Sei es quer durch Europa nach Spanien oder in den USA, von Los Angeles nach Las Vegas und San Francisco mit einem gelben und roten Camaro. Auch absoluter Traum-Roadtrip gewesen. Oder auch hier in Europa zurück dann zum Nordkap. Über diese Reisen würde ich sagen, habe ich mich so ein bisschen... Traum-Roadtrip gewesen oder auch hier in Europa zurück dann zum Nordkap. Über diese Reisen würde ich sagen... Schade. Ich hätte fast gedacht, das war das Scheißhaus, bei dem wir angehalten haben. Aber das sah doch zu gut aus. Dann habe ich mich so ein bisschen an das ganze Autothema weiter rangewagt. Habe dann sogar Auto-Reviews gemacht, also Autos getestet und meine Videos dazu gemacht. Wobei, es waren nicht nur Autos, es waren alle möglichen Gefährte. Danke an der Stelle nochmal an THW, das war ein richtig cooles Teil. Aber ja, grob zusammengefasst, so habe ich mich von Gaming über viele andere Sachen eben... Das ist doch mal eine richtig schöne Kooperation, oder? Ich meine, THW ist doch sehr wichtig und richtig und gut. Und dann einfach mal so ein Auto reviewen, das ist doch fantastische Werbung. Wie geil ist das denn? Das wusste ich ja gar nicht. Auch zum Auto-Content auf YouTube entwickelt. Und mir war immer wichtig, dass wenn ich was mache, dass ich auch nice mache und gut mache. Und deswegen wollte ich auch ein guter Autofahrer sein. Von nichts kommt nichts, ja, dann braucht man irgendwie Training. Und bei der Suche, wie man das irgendwie machen könnte, wurde mir schnell klar, eigentlich... muss man das auf der Rennstrecke machen. Okay, die Einblendung auf der Landstraße mit, ich sollte ein guter Autofahrer sein, mit dem Porsche vorbei, jeden ist jetzt vielleicht nicht, umsetzt nicht unbedingt die besten Signale. Nur am Limit lernt man Auto richtig kennen. Und am meisten Zeit dafür hat man nicht nur, wenn man irgendwie ein, zwei Mal einen Trackday macht und irgendein kleines Training, sondern wenn man richtig mit Rennfahren anfängt und alles darauf auslegt. Und was wäre das nicht für eine coole Serie für YouTube, dachte ich mir, von null auf Rennfahrer. Was mich damals dann auch in diese Richtung gebracht hat, war, dass ich einen britischen Journalisten gelesen habe, der in einem britischen Automagazin darüber geschrieben hat, dass er in einer Caterham-Saison für Rookies mitgefahren ist. Dazu hat er dann Berichte geschrieben, also in Textform. Und da konnte man so verfolgen, wie er
von gar kein Rennfahrer zum Rennfahrer geworden ist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, sowas selbst machen, das wäre doch der Hammer. Also alles irgendwie recherchiert, wie man das irgendwie machen könnte, und da bin ich in Österreich fündig geworden. Denn KTM hat damals, leider gibt es das mittlerweile auch nicht mehr, aber damals eine recht günstige Rennserie angeboten. Und zwar die KTM Crossbow Rookie Challenge, wo man mit kleinen 270 PS Autos, die aber nur 800 Kilo gewogen haben, auch als Einsteiger rennfahren konnte. Ja, also der ganze Cup wurde extra auf Einsteiger ausgerichtet. Jeder hat das gleiche Auto bekommen, das wurde sogar von Wochenende zu Wochenende verlost. Also man hat immer wieder ein anderes Auto bekommen, damit wirklich Chancengleichheit ist. Oh, so cool. Ein cooles Konzept. Damit wurden dann auch die Kosten unten gehalten. Das waren immer noch über 30.000 Euro für ein Jahr. Aber für Motorsport ist das nichts, wirklich gar nichts. Man ist mit alten Reifen gefahren und man hatte richtig viel Tracktime. Ja, also in vielen Serien, auch das, was ich heutzutage so gefahren bin, da kommst du am Wochenende an, teilst dir meistens das Auto mit jemand anderem und fährst dann zweimal 15 Minuten im Training, dann ein Qualifying und dann ist das Rennen. Wenn dann noch irgendwas im Auto kaputt geht, dann hast du halt wirklich am Ende, stehst du mit unter einer Stunde Fahrzeit dann irgendwie da, was echt nicht so geil ist. Aber in der Rookie Challenge hatte man immer den kompletten Donnerstag und Freitag Track Day mit ganz vielen Sessions. Also bist du gefahren, gefahren, gefahren und dann hatte man eben noch zwei Rennen pro Wochenende. War ein absoluter Glücksgriff, dass ich das online gefunden habe und dann Plan gemacht und in die Tat umgesetzt. YouTube. Das ist halt wirklich so richtig tolles Angebot. Wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, was andere Leute für einen Trackday bezahlen. Also das ist ja wirklich ein fantastisches Angebot. Schade, dass sich das nicht durchsetzt oder dass es das nicht mehr gibt. Meine 30.000 sind wirklich eine Menge Heu, müssen wir nicht drüber reden so, aber im Vergleich jetzt mal zu so anderen Seasons, wo du sechsstellig bezahlst, ist das doch wirklich gut. Serie gestartet, von Null auf Rennfahrer. Meine ersten Videos waren so natürlich, wie ich im Simulator angefangen habe, beziehungsweise Simulator ist übertrieben. Ja. Ich habe ein Lenkrad an meinem Schreibtisch schön festgemacht, eine VR-Brille, das war damals noch was ganz Neues, das hatte kaum jemand. Ihr müsst euch zurück erinnern, 2016, 17, so war das. Aber in unserem Büro damals im UFO war ja auch Revi. Oh mein Gott, oh mein Gott, das fickt mich, das fickt meinen Kopf. Die Sturmwaffel, Paluten, Izzy waren. Da habe ich dann so angefangen, so ein bisschen zu testen, mich reinzufühlen in das ganze Ding. Davon natürlich auch schon Videos gemacht, also euch mitgenommen auf diese Reise von Null auf Rennfahrer. Ich habe meine Rennlizenz gemacht, das ist wie eine Art Führerschein für die Rennstrecke. Es ging also zurück in die Schule mit sehr viel Theorie, so aus wie Flaggenkunde zum Beispiel, aber natürlich eben auch in praktischen Einheiten. Und das war ein sehr bekanntes Gesicht. Wer ist das? In die Schule mit sehr viel Theorie, so aus wie Flaggenkunde. Der kommt mir so bekannt vor. Hey, weiß das zufällig jemand, wer das ist? Beispiel, aber natürlich eben auch in praktischen Einheiten und im praktischen Test auf der Rennstrecke, ob man eben auch wirklich so ein Auto auf der Rennstrecke am Limit bewegen kann. Nächste Steps waren dann auch überhaupt Ausrüstung holen. Also ein Rennanzug zum Beispiel oder auch den Helm. Und auch da gab es dann coole Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich mit Jens Munzer, also JMD, der hat auch für viele Formel-1-Fahrer, wie zum Beispiel Michael Schumacher oder Sebastian Vettel, immer die Helmdesigns gemacht. Und da durfte ich dann bei ihm mithelfen, meinen eigenen Helm zu designen. Den hat er auch gemacht, aber mitgeholfen habe ich bei meinem allerersten Design, den seht ihr gerade im Hintergrund. Ja, richtig, richtig cool. Und der hat auch zum Beispiel auch die Connection zu Sebastian Vettel hergestellt. Und dann ist Vettel auch tatsächlich damals bei zwei Formel-1-Rennen mit meinem Spiekendesign auf dem Helm gefahren. Also der Spieken Racing praktisch schon ein bisschen kurz mal auf dem Helm in der Formel 1 mitgefahren. Richtig, oh, cool. Richtig cool. Ein so einen Helm habe ich dann selbst auch geschickt bekommen. Also so Kleinigkeiten, von denen man auch hätte nie träumen können, dass sowas mal stattfindet. Aber auch da richtig, richtig cool. Danke Jens nochmal. Aber ja, das war eigentlich schon ein bisschen jetzt in der Zukunft. Zurück nochmal zu meinem Racing. Mit diesem Helm ging es dann eben dann zum ersten Mal auf die Rennstrecke. Und das weiß ich noch so genau. Red Bull Ring in Österreich, in Spielberg. Genau die Strecke, die ich auch geübt habe im Büro mit der VR-Brille. Und dieses erste Mal rausfahren auf die Strecke. Du fährst die Boxengasse so den Berg hoch, um eine enge Kurve rum und dann eröffnet sich die Strecke vor dir. Es hat sich 1:1 angefühlt wie im Simulator. Ich hatte ein bisschen Schiss vorher, aber in diesem Moment habe ich mich so wohl gefühlt direkt im Auto. Vollgas geben, losfahren und das in dem Auto eine Haarschaltung, also eine normale Handschaltung gehabt. Und dann dieses in den zweiten Gang reinschalten und das ganze Auto gibt dir einen Ruck. Das habe ich halt noch nie in meinem Leben gespürt, dass ein Auto so einen Ruck macht. Das ist halt ein Rennwagen, kein Straßenwagen. Der Sound, die Beschleunigung vorwärts. Oh, ich war angefixt, Leute. Das war wirklich, in dem Moment habe ich gemerkt, es ist genau richtig, was ich gerade mache. So ein Hammergefühl. Und das Allercoolste war, ihr habt's auch gefeiert. Und das konnte ich ja vorher nicht wissen. Ich meine, ich habe hauptsächlich Gaming-Videos gemacht und so ein bisschen Roadtrips, ein bisschen Vlogs, aber Motorsport? Seien wir mal ehrlich, Leute, es ist ein absolutes Nischenthema eigentlich. Gerade heutzutage, wer interessiert sich schon noch für Motorsport? Wenn ihr gerade. Warte kurz. Wir sind auch in der Nische, aber wir sind viele. Das Video schaut ihr wahrscheinlich zumindest ein bisschen. Ich auch. Und das hat sich bei mir auch nie verändert. Ich schaue immer noch jedes Formel-1-Rennen, die meisten Formel-E-Rennen. Und bei einigen anderen Serien verfolge ich auch die Highlights. Aber trotzdem sind wir eben in der Minderheit. Und deswegen war es für mich das so stimmt, cool, dass diese Leidenschaft von mir, wo ich auch in der Schule nie irgendjemand hatte, mit dem ich irgendwie darüber sprechen konnte. Niemand aus meiner Klasse damals, niemand aus meinem Freundeskreis, nicht mehr erweiterter Freundeskreis, hat irgendwie Bock auf Formel 1 gehabt. Ich glaube, Peter von PC war einer der ersten Leute, so mit denen ich dann auch mal richtig so nerdig über Formel 1 reden konnte. Deswegen, ja, das war so cool. Aber die Smeets sind auch wirklich sehr tief drin in Formel 1, muss man einfach sagen.
also schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind schon so eine wandelnde, wie sagt man, Lexikas zu Formel 1? Ja. Sehen, dass ihr das wirklich auch feiert und es damit eben auch möglich wurde, wirklich regelmäßig Racing-Videos auf meinem Kanal zu bringen, diese Leidenschaft von mir irgendwie als Art Job auszuführen und diesen Traum vom Rennfahrer wahr werden zu lassen, nur weil ich YouTube-Videos mache, weil natürlich, ich habe nie das krasseste Talent zum Rennfahren gehabt und noch dazu, wenn du nicht irgendwie als Kind anfängst, nach reiche Eltern hast, die das finanzieren, dann hast du kaum eine Chance, das auch nur irgendwie ansatzweise professionell zu machen. Also nur dank YouTube konnte ich überhaupt anfangen, Rennen zu fahren, denn mit meinen YouTube-Einnahmen konnte ich dann eben diese erste Saison finanzieren. Ich hatte ja auch noch einen Kameramann dabei, Reisekosten dazu, das ganze Equipment, allein so ein Helm kostet ja über 1000 Euro. Da kommt einiges zusammen, ja, konnte ich dank YouTube finanzieren, also dank euch. Und so ging es dann eben los, in mein allererstes Rennen. Ich habe viel gelernt in der Saison, es gab natürlich krasse Momente wie die allerersten Überholmanöver, aber es gab auch Momente wie die allerersten Crashes oder auch Momente, wo man selbst unverschuldet rausgeschossen wurde ins Kiesbett und eine Podestplatzierung dadurch verloren hat. Am Ende der Saison bin ich in der Meisterschaft Fünfter geworden und ich glaube eigentlich alle vor mir waren nicht in ihrer ersten Saison. Also es ist schon nicht schlecht gelaufen, Videos kamen auch mega bei euch an, aber trotzdem dachte ich damals beim letzten Saisonrennen in Grobnik in Kroatien, dass das gerade meine allerletzten Kilometer im Rennwagen sind und ich das vielleicht nie wieder machen kann. Denn auch wenn ich das irgendwie alles querfinanzieren konnte mit meinen YouTube-Einnahmen, jedes Jahr 40, 50.000 oder noch mehr für höhere Klassen auszugeben, das hat sich nicht so ganz richtig angefühlt. Und das waren noch YouTube-Jahre, wo man auch nicht so viel verdient hat wie heute, sag ich mal. Und ihr dürft nicht vergessen, ich war da 23 Jahre alt zum Ende der Saison. Also mit 22 Jahren habe ich angefangen praktisch mit Motorsport. Ende der Saison war ich dann 23 und ich wusste auch nicht, wie lange wird YouTube gehen. Ne? Also die Frage ist jetzt, wie alt ist denn Dana jetzt gerade? Weiß das jemand? Ich würde jetzt mal sagen, so Ende 20? Kommt das hin? Zeitpunkt habe ich vielleicht 6 Jahre YouTube gemacht, mittlerweile mehr als das Doppelte einfach. Aber damals wusste ich auch nicht, so wird das nicht vielleicht nächstes Jahr aufhören. So will mich nächstes Jahr niemand mehr schauen. Mittlerweile weiß ich ja, selbst wenn ein bisschen weniger Leute zuschauen, der Hype nicht mehr ganz so krass ist, ist es trotzdem irgendwas Stabileres geworden und mittlerweile kam auch einfach noch viel. Aber widerspricht er sich nicht selber, denn er sagt, dass er sich 1:1 wie im Simulator anfühlte und dann sagt er, das Gefühl noch nie hatte. Ja, Jorimin, du darfst jetzt nicht vergessen, ein Simulator fühlt sich 1:1 ident an, aber du hast die G-Kräfte nicht. Und die G-Kräfte sprichst du ja gerade an. Also wenn du hast ja im Auto, also auch im Rig, wenn du nicht unbedingt ein Motion-System hast, kannst du das nicht spüren, wie das Auto ruckt. Das geht nicht. Und es fühlt sich 1:1 an vom Lenken her und von der Linie her und vom Bremsen Gas geben her. Aber du kannst die G-Kräfte niemals simulieren bzw. emulieren. Und das ist, denke ich, das, was hier gemeint ist, dass hier gesagt wird, das habe ich so in der Form noch nie gefühlt. Das ist ja, sagen wir mal, wenn du jetzt mit deinem privaten Auto unterwegs bist und du hast jetzt, sage ich mal, eine Kurve, die auf 70 ausgelegt ist und du fährst sie in 70, dann wirst du ja auch nie bei dieser Fahrt das Limit dieses Fahrzeuges kennenlernen. Ne? Also du hast da schon so das Gefühl, okay, 70 ist schon ganz schön knackig hart, aber dann gibt es halt auch Fahrzeuge, die könnten theoretisch, wenn man jetzt die SCVO außen vor lässt, was ihr nicht machen solltet, und du würdest mit 90 durchfahren, ist das ja noch was ganz anderes, weil das drückt dich ja noch in den Sitz, in die Schale. Und ich denke, dass das hier gemeint war mit dem Popometer, so wie du selber schon schreibst. Besser davon leben. Deswegen, damals habe ich nicht schlecht verdient, aber es war irgendwie alles viel unsicherer, viel wackeliger. Und ich wollte nicht von meinem Ersparten dann irgendwie sowas wie Motorsport finanzieren, nur um dann nach 2, 3 Saisons vielleicht gar nichts mehr zu haben. Deswegen, ich bin in die Winterpause so ein bisschen reingegangen mit dem Gedanken, das war's jetzt. Bis ich eine Mail bekommen habe, wo ich erst so dachte, nee, das ist Scam, das ist irgendein Scheiß, Leute. Ich meine, wir alle bekommen genug Spam-Mails und meistens erkennt man das auch ein bisschen daran, dass das alles nicht so ganz vertrauenswürdig irgendwie geschrieben ist. Oder gerade heute Morgen habe ich rausgefunden, dass der Prinz von Simbabwe mir $5.000 überweisen wollte. Aber ich musste das dann doch ausschlagen, leider. Schreibt Fehler drin sind oder irgendwas. Also ganz so schlimm war die Mail vielleicht nicht. Ich sage euch gleich, was in der Mail drin war, weil die hat alles verändert. Aber zum Spam-Thema nochmal. Da habe ich mittlerweile was, was mir sehr geholfen hat. Bei dir auch, Hans? Wirklich? Der Prinz von Simbabwe ist aber ganz schöner Rowdy. Der bietet ja allem sowas an. Und ich dachte, ich bin besonders, Mann. Hat das Ganze zu reduzieren. Oh, also weniger Spam-Mails, Anrufe und ich glaube, meine ganzen Daten im Internet sind weniger an den Stellen, wo sie nicht hingehören, dank Incogni. Denn mit Incogni habt ihr endlich jemanden, der auf eurer Seite im ganzen Spam-Thema ist. Und habt ihr euch nicht auch mal gefragt, wie kommen diese ganzen Spam-Mails in mein E-Mail-Postfach? Von irgendwelchen Seiten, wo man denkt, die habe ich doch nie besucht oder auch definitiv nicht irgendwie einen Haken gegeben, dass ihr mir irgendwie Werbung schicken dürft? Und ich bin eigentlich vorsichtig mit meinen Daten, dachte ich immer. Aber irgendwie bekommen die meine Adresse raus. Man denkt so, scheiße, ey, wenn einmal meine Daten im Internet sind, habe ich ja keine Chance mehr, die bekomme ich nie wieder raus. Aber da kommt Incogni ins Spiel.
Also die kümmern sich darum. Ihr müsst euch einfach bei Incogni anmelden, am besten über meinen Link in der Beschreibung oder hier über den QR-Code, denn mit meinem Code Felix von der Laden, der ist auch über den Link automatisch dann aktiviert, bekommt ihr bis zu 60% Rabatt bei denen. Lohnt sich also, Leute, benutzt meinen Link, meldet euch an und dann werdet ihr einmal nach euren Daten gefragt. Ihr müsst auch nur so viel angeben, wie ihr halt wollt. Und die Erlaubnis, dass sie eben diese Daten überall löschen lassen dürfen. Und das alles basiert auf Gesetzen, also zum Beispiel unserem schönen EU-Datenschutzgesetz. Das ist eigentlich ein richtiger smarter Dienst. Das ist gute Werbung. Also ich würde das jetzt als gute Werbung einstufen. Denn diese ganzen Firmen, die euch irgendwie Spam sind und so, meistens dürfen die das ja gar nicht. Machen sie nur halt trotzdem. Und bevor ihr überall einzeln euch meldet, lasst das schön Incogni ganz entspannt automatisch machen. Spart ihr euch Zeit, Nerven und könnt das Leben mit weniger Spam genießen. Ich hab's auch gemacht, Leute. Und ihr spart, wie gesagt, bis zu 60%, wenn ihr meinen Code Felix von der Laden nutzt. Oder einfach. Aber irgendwo muss da ja ein Haken dran sein. Hier euch über den QR-Code oder Link in der Beschreibung anmeldet. Scheiße, man ist nach so vielen Jahren Internet, ist man so skeptisch geworden zu allem. Also check's aus, Leute, und damit zurück zu der Mail, die meine letzten 6 Racing-Jahre erst ermöglicht hat. Denn diese Mail kam... Die Frage ist wirklich, was da dran ist. Skepsis ist eigentlich immer gut. Es klingt viel zu gut, um wahr zu sein am Ende. Von Bernie. Und wer meine Racing-Karriere auch noch ein bisschen verfolgt hat, der kennt Bernie. Das ist nämlich er hier, stolzer Bayer und Gründer vom Team GT. Und dass er mir geschrieben hat, war auch einfach nur ein absoluter Zufall. Denn 2017 habe ich unter anderem auch eine Dokumentation fürs ZDF gedreht. Und wenn so eine Doku rauskommt im Fernsehen, dann macht man davor so ein bisschen Werbung. Das war eine ZDF-Doku, also bin ich davor zum Beispiel bei Markus Lanz dann gewesen. Ne? Dann redet man über verschiedene Themen, aber auch so, hey, und ja, ich habe eine Doku gemacht und die kommt dann, ich glaube, es war sogar direkt im Anschluss an diese Markus Lanz-Sendung, kommt jetzt noch meine Doku. Aber ich war zum Beispiel auch beim ZDF-Frühstücksfernsehen und ich war nie vorher beim Frühstücksfernsehen. Da kommt man wirklich hin und isst dann da Frühstück. Also ich konnte vorher bestellen, was ich haben möchte für mein Frühstück. Oh, wie geil. Dachte immer, das ist irgendwie einfach nur Fake. Aber nein, man bekommt echtes Frühstück da, macht Werbung für die Doku. Aber ich konnte eben auch über alles mögliche andere, was ich so mache, sprechen, wodurch ich zum Motorsport kam und über meine damals erste Racing-Saison geredet habe. Genau das war mein absoluter Glücksfall, denn Bernie hat, was auch ein Zufall war, weil er meinte selbst, er guckt kaum Fernsehen und schon gar nicht Frühstücksfernsehen, aber an dem Tag hat er irgendwie Frühstücksfernsehen angehabt. Und zufällig saß dieser Junge genau an dem Tag im Frühstücksfernsehen und hat über Motorsport erzählt, während er gerade dabei war, sein neues GT4-Team, Team GT, zu gründen, für das er noch nach Fahrern gesucht hat. Wodurch er auf die Idee kam, hey, dem Jungen schreibe ich mal eine Mail. Also hat er eine kurze, easy Mail, wahrscheinlich am Handy irgendwie kurz irgendwas runtergetippt, ey, willst du dich treffen, ich habe ein neues Team, komm mal nach München. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht, es passieren sehr viele Dinge genau so. Sehr viele. Diese Mail, also wirklich ungefähr so war die Mail. Die war komplett basic. Also es hätte echt irgendwie Spam oder Scam sein können. Aber nein, es war eine ernst gemeinte Mail. Und ich hätte trotzdem wahrscheinlich nicht darauf geantwortet, hätte ich nicht eh einen Termin in München gehabt, am Münchner Flughafen. Ich weiß nicht, wer sich da noch von euch dran erinnert. Aber vielleicht irgendjemand ist dabei. Ich habe ja mal einen Weltrekord gehabt für das größte Unboxing der Welt. Also da wurde damals am Münchner Flughafen ein riesiges Amazon-Paket hingestellt, adressiert an Herrn Felix von der Laden. Und dieses Paket, der wird dann mit 2 Autos auseinandergezogen und darunter war eine riesige Xbox, Leute, ja. Also eine große Werbeaktion, aber sehr, sehr lustig, mit Weltrekord gebrochen. Ich hab nicht wirklich. Das ist doch richtig cool. Ich was dafür gemacht, aber ich war so ein bisschen das Gesicht dann davon. War eins der vielen crazy Sachen, die ich dank YouTube erleben durfte. Und eben auch ein super wichtiger Abend für meine Racing-Karriere, weil nur deswegen war ich in München und deswegen konnte ich mich zum ersten Mal mit Bernie treffen. Fast kleine Partnerinnerung, Leute. Wir haben noch eine Stunde, bis es gleich losgeht mit dem Paket und so weiter. Wir stehen gerade hier von einem McLaren 720S. Mega geiles Fahrzeug. Warum alles gerade ein sehr interessantes Gespräch, kann ich euch nicht genau sagen. Wow, Leute. Ich glaube, mir ist gerade zum allerersten Mal diese Kamera überhitzt, weil ich so lange am Stück aufnehme. Ich musste die gerade erstmal... Ja, welcome to Sony Live, würde ich sagen. Draußen abkühlen lassen. Hier habe ich so ein Kühlpack oben drauf. Ich weiß, ich hätte das ganze Thema auch irgendwie kürzer machen können, aber ich wollte soweit ausholen und euch alles noch einmal zusammenfassen und erzählen, weil mir dieses Thema so wichtig ist. Weil Motorsport nicht einfach nur irgendwas für mich ist, was ich halt mal nebenbei gemacht habe, weil ich YouTuber bin. Ja, was soll's. Ja, und jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt fahre ich nicht mehr. Nee, so ist es nicht. Deswegen, ja, dieses ganze Video. Aber ich hoffe, dass diese Erinnerungen an die letzten Jahre, die ihr vielleicht ja auch mitverfolgt habt zum Teil, dass die auch ein bisschen cool sind, für euch nochmal anzuschauen, ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich möchte eben auch die Momente und die Menschen würdigen, die eben mit dafür gesorgt haben, dass alles so gelaufen ist. Also danke an Bernie. Ohne Bernie würde ich gar nicht hier GT4 fahren. Der hat mich einfach irgendwo mal im Frühstücksfernsehen gesehen und dann angeschrieben. Habe ich gefunden, im Fernsehen gefunden. Ich glaube, bei ihm bin ich stehen geblieben. Ja. Er hat eben Frühstücksfernsehen gesehen. Habe ich im Fernsehen gefunden. Sympathischer Mensch. Bernie, also ich kenne den Nachnamen leider nicht, sonst würde ich das per Nachname machen, weil wir sind ja nicht per Du. Aber das ist richtig cool, dass du Herrschaften siehst, die im klassischen Motorsport unterwegs sind und aber an das neue Glauben, also das Neue im Sinne von, dass es nicht nur die alten Wege gibt, sondern sich halt über die Jahre andere auch aufgetan haben und dann halt einfach gesagt wird, ich schreib dem jetzt einfach mal und frag den mal, ob der Bock da drauf hat, weil ich die Idee ziemlich cool finde.
Natürlich muss man immer dazu sagen, hier an der Stelle, und das muss man einfach auf den Tisch legen, da kommt natürlich auch Reichweite mit, logischerweise. Aufmerksamkeit für dein Team, etc. pp. Das macht man ja nicht umsonst. Sind wir mal ganz ehrlich. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ich denke, jeder weiß das, warum solche Dinge stattfinden. Es ist aber trotzdem schön, dass sich jemand dafür öffnet und sagt, du, finde ich richtig cool, lass das doch mal machen. Und dann bist du jetzt hier quasi immer unser Gesicht und wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Finde ich stark. Mir geschrieben, wir haben uns kennengelernt und ein paar Monate später habe ich dann im Hotel in Belgien auch Anna kennengelernt, meinen Teamkollegen. Ja, herzlichen Dank für alles, auch aus der Schweiz natürlich. Mit dem ich später dann auch meinen wahrscheinlich größten Erfolg im Motorsport gemeinsam gefeiert habe. An dem Abend war aber erstmal kennenlernen, so die anderen Fahrer, die sind alle irgendwie schon mal GT4 gefahren. Ich war so der Neuankömmling, ja, der YouTuber, der jetzt hier reinkommt. Aber ich wurde echt nett aufgenommen vom ganzen Team GT auch damals, hatte dann meinen ersten Testtag, als ich das zum ersten Mal diesen teuren McLaren 570S GT4. Ein echter McLaren. Da habe ich natürlich noch nie vorher in meinem Leben drin gesessen in so einem Auto. Also der KTM Crossover war schon ein cooler Rennwagen, aber das war jetzt einfach nochmal eine andere Nummer. Aber ja, so bin ich dann eben meine erste GT4-Saison gefahren. Im Endeffekt einfach nur dank Bernie, weil er an mich geglaubt hat, weil er dachte, das wäre irgendwie cool, so einen YouTuber in meinem ersten Team zu haben. Natürlich nicht nur das, aber es wird auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben, dass ich eben YouTube-Videos mache. Er hat tatsächlich, nachdem er mich im Frühstücksfernsehen gesehen hat, hat er erstmal online recherchiert. Er sieht mir alle Zeiten, wahrscheinlich heute noch, kann man es nachgucken, von den einzelnen Sessions und konnte dann eben anhand der Zeiten analysieren, ja, ganz schlecht fährt der Felix auch nicht. Und gerade in diesen ersten Jahren habe ich auch richtig viel Zeit in Simulator fahren, Daten analysieren, Training an der Strecke verbracht und selbst auch gemerkt, wie ich immer besser geworden bin. Und das musste man auch, denn wir sind dann eben GT4 gefahren. Erst die GT4-Europameisterschaft, wo ich zum Teil auch mit Christian Danner zusammen im Auto gefahren bin. Wir haben auch einen Podestplatz zusammengeholt in unserer Wertung in Brands Hatch in England. Das war richtig, richtig cool. Grüße gehen raus an dich, Christian. Das ist so ein geiles Video. Das finde ich richtig schön. Das gefällt mir. Dadurch zustande, dass Christian und Bernie gut befreundet sind und so wurde ich dann irgendwie da mal zusammengesteckt. Ich bin aber auch mit Alain gefahren. Wir haben damals auch in Misano einen Podestplatz geholt, was schon extrem cool war. Aber das Beste kam erst im Jahr drauf. Da sind wir dann nämlich in der ADAC GT4 gefahren, 2019, was eine extrem kompetitive Meisterschaft war. Also in der Euro GT4 hatten wir über 40 Autos gleichzeitig, aber es gab Amateurwertung, Pro-Am-Wertung und Pro-Wertung. Und ich war als Am, also Amateur eingestuft. Das war ja erst meine zweite Saison und meine allererste im GT4-Sport. Deswegen war ich Amateur, als ich da mit Christian Danner gefahren bin. Der war auch Amateur, weil er schon so alt ist. Ja, der ist früher Formel 1 gefahren, aber... Der ganz heimliche Seitenhieb. Naja, der ist halt Am, weil er schon alt ist. Schön. Man über 60 ist, dann wird man auch wieder zurückgestuft. So läuft es im Motorsport. Echt? Oh, okay. Überleg mal, du bist über 60 und fährst halt immer noch ganz geschmeidig Rennsport. Ich würde fast sagen, du bist da noch sehr fit. Dann. Ja, wird Zeit für Smurf-Account, wollte ich gerade sagen. Alain, mein Teamkollege, war aber schon als Silber eingestuft, was als Profi gezählt hat. Das heißt, wenn ich mit ihm gefahren bin, dann waren wir Pro-Am. Ein Pro, ein Am. Und ja, in der Wertung haben wir dann eben unseren Podestplatz auch geholt in Italien. 2019 in der ADAC GT4 gab es das dann aber nicht mehr. Ja? Da war ich dann auch Silber und bin dementsprechend einfach in der Gesamtwertung mitgefahren. Es war ein extrem kompetitives Feld. Also richtig starke Fahrer, richtig starke Teams. Die verschiedensten Marken auch. Also es gab auch ein anderes McLaren-Team, aber auch Porsche, Audi, Mercedes, BMW, alles Mögliche war dabei. Und eines der Rennwochenenden war wieder am Red Bull Ring. Also Spielberg Österreich. Seitdem ich da angefangen hatte, im Simulator zu trainieren und meine allerersten Runden in einem Rennauto in echt auch da hatte, war das meine Lieblingsstrecke. Und an dem Tag 2019 habe ich es tatsächlich geschafft, im Qualifying die Pole Position herauszufahren und im Rennen dann Alain und ich gemeinsam den Gesamtsieg. Es war der absolute Hammer. Bester Moment immer noch in meiner ganzen Racing-Zeit, muss ich sagen. Aber ihr merkt schon, 2019 war das. Jetzt kommt 2020. Corona-Zeit. Da ging es im Motorsport gar nicht gut. Bernie hat dann auch nicht mit dem Team GT so weitergemacht wie 2019, aber ich hatte ein sehr gutes Angebot von einem Sponsor, um in der DTM Trophy zu fahren. Also auch GT4 Fahrzeuge, aber im Rahmen der DTM ohne Teamkollegen, nur ein Fahrer im Auto und zwar auf einem Audi R8 GT4. Da bin ich auch meine Rennen gefahren, war aber nicht meine geilste Saison, muss ich sagen. Bin mit dem Auto nicht so gut klargekommen, also McLaren fand ich sehr viel besser und ich war auch der einzige Audi... Du, ich glaube... No Time Gained oder wie war das? Das war, glaube ich, No Time Gained, Chat. Könnte eine Slowdown gewesen sein. Man ist sich noch nicht so sicher. In meinem Team, also mein Teamkollege ist Mercedes gefahren, das war irgendwie alles keine
ideale Konstellation, also mir konnte auch niemand richtig dann helfen, es war ein bisschen lost alles. Trotzdem coole Erfahrung, es mitgemacht zu haben, ein paar gute Duelle gehabt in den Rennen, nur nicht die allerbeste Erfahrung. Und zum Ende der Saison ging es dann auch schon zum ersten Mal auf die Nürburgring Nordschleife. Da habe ich dann angefangen, meinen Permit zu machen, denn für die Nürburgring Nordschleife, also der legendärsten oder die legendärste Rennstrecke der Welt, da braucht man praktisch einen extra Führerschein, denn da fahren teilweise über 200 Autos gleichzeitig, vom superschnellen GT3 mit Profis drauf, bis hin zum Dacia Logan mit Amateurbesetzung, der sehr viel langsamer ist. Deswegen gibt es da ein paar spezielle Regeln, die es auf anderen Rennstrecken nicht gibt. Und man muss eben einfach zeigen, dass man in diesen Extremsituationen, man fährt ja teilweise sogar bei Nacht, also kompletter Dunkelheit auf dieser Rennstrecke. Deswegen, selbst wenn man Formel 1 Fahrer ist, muss man erst diesen Permit machen auf der Nordschleife, um da fahren zu können. Das habe ich 2020 angefangen, 2021 abgeschlossen und bin so bei Teichmann Racing gelandet. Auch wieder ein paar glückliche Umstände, so bin ich zum Team gekommen und dem bin ich deswegen auch sehr dankbar, weil da bin ich in den letzten drei Jahren, also 21, 22 und 23, alle meine Rennen gefahren. Insbesondere natürlich, ihr werdet euch daran erinnern, das 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife. Dreimal haben wir es gemacht. Im ersten Jahr crazy Regen, krasse Bedingungen. Das war eines der definitiv schwierigsten Momente für mich im Rennwagen. Man hat fast nichts gesehen und konnte mit dem GT4 teilweise GT3s überholen, wenn da Amateurfahrer drin waren, die das irgendwie nicht auf der Strecke richtig halten konnten. Aber ja, spätestens da habe ich der Mythos Grüne Hölle so richtig gepackt. Und danke an der Stelle auch an alle meine Kameraleute nochmal, die bei Racing dabei waren. Allen voran natürlich Philipp Dorset, richtig gute Arbeit gemacht. Wir haben zusammen praktisch erfunden, wie man so einen Racing-Vlog macht, denn wir hatten kein Vorbild, ja? Niemand sonst hat solche Videos gemacht. Wir standen da teilweise mit einer Red an der Rennstrecke, da gab es auch wenig Sicherheitsvorkehrungen, wenn wir da irgendwie in Kroatien gefahren sind. Ja, also waren teilweise auch so von Einstrecken wie in Österreich, aber auch irgend so eine Strecke in Kroatien oder in der Slowakei, wo wir gefahren sind. Deswegen war die Serie auch ein bisschen günstiger. Wir sind wirklich super nah hier dran an der ganzen Nummer. Deswegen war die Rennserie auch ein bisschen günstiger. In der Einführungsrunde, da hinten stehen auch schon Philipp und Joel auf Position. Aber für mich heißt natürlich gerade Reifen aufwärmen. Wir mussten irgendwie gucken, wie macht man ein cooles YouTube-Video daraus? Heutzutage hat jedes Formel-1-Team macht Vlogs. Oder auch fast jedes GT3-Team hat irgendwie einen Mediatypen an Bord, einen Content-Creator, irgendwie ein bisschen Film fürs Team. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen... Aber nicht alle haben einen guten. Das muss man dazu sagen. Nicht alle haben einen guten. Aber es wird immer besser. Stolz sagen, wir haben das Ganze gemacht, bevor das überall so war. Und ich glaube, wir können auch ein bisschen stolz darauf sein, dass wir das Genre so ein bisschen mit erfunden haben. Und damit willkommen aus der immer noch nicht vorhandenen Sprecherkabine zur Streckenvorstellung hier vom Pannonia-Ring aus Ungarn. Wir sind auf der Start und Zielgeraden. Hier gehen wir natürlich hoch in den fünften Gang. Jetzt Vollgas, Leute, das ist zu viel. Dann gehe ich links raus aufs Gras, muss das Auto kontrollieren. Das ist nicht komplett raus. Ich komme zurück auf die Straße, habe schon zwei Plätze jetzt direkt verloren. Unter anderem jetzt gerade direkt vor mir Dennis. Gut. Und ich kann Dennis jetzt hier aber direkt in der nächsten Kurve, Gott sei Dank, gerade so wieder überholen. Gab bestimmt auch Parallelleute, die es irgendwie gemacht haben, aber tatsächlich war das damals was sehr Neues. Und genau sowas macht mir immer Spaß, wenn man selbst etwas erfindet und guckt, wie kann man es besonders gut machen, neue Wege finden, coolen Content erschaffen und nicht einfach nach Schema F irgendwas abarbeiten. Deswegen, ja, Grüße gehen raus an Philipp Dorset. Aber Grüße gehen raus an Paul übrigens. Kuss. Natürlich auch an Paul Sido, der im Jahr drauf... Das war jetzt Zufall, Chat. Das war wirklich Zufall. Das war jetzt Zufall, okay? Das wusste ich nicht. Ich kann ja nicht wissen, dass da auf einmal auch ein Paul kommt. Den meinte ich nicht. Dann praktisch Nachfolger angetreten hat, der auch alleine um die Rennstrecke rumgesprintet ist. 2019 kam dann Tim Sodamin dazu und mit ihm fing das dann so an, dass Team Spielkind richtig gewachsen ist. Also nicht nur ein Kameramann, sondern er hat dann auch aus seinem Heimatdorf Micha dazu geholt, den beiden zusammen. Und Chris habe ich dann auch die 24-Stunden-Doku eben gemacht, die erste. Plus bei manchen Rennen später waren dann auch noch Marvin und Niklas dabei. Aber diese 24-Stunden-Doku, wow, das war, glaube ich, das Krasseste, was wir so renntechnisch gemacht haben. Hat, glaube ich, auch über 1 Million Views. Ich bin Felix und das ist die Geschichte von meinem ersten 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring Nordschleife. Ich bin noch nie bei einem Langstreckenrennen mit 24 Stunden Dauer gefahren und vor allem sowas nicht noch auf der krassesten Strecke der Welt, der Nürburgring Nordschleife. War unsere erste Doku, also das erste Mal, dass wir alleine als kleines YouTube-Team eine richtige Dokumentation in Spielfilmlänge gemacht haben. Haben wir dann. Grüße gehen raus an Jansky. Ihr wisst, ihr habt den Podcast wahrscheinlich mit Jansky geguckt und gehört. Schöne Grüße gehen raus. Wir können Großes erwarten. Nachher nochmal wiederholt, nochmal mit 24-Stunden-Rennen, aber auch mit der Hot Rod Tour Doku. Ich hatte die verrückte Idee, mit diesen Hot Rods 2500 Kilometer von Köln bis nach Ibiza zu fahren. Und das ist daraus geworden. Die ihr auch sehr gefeiert habt, aber bei der 24-Stunden-Doku eben, da hat es angefangen. Also sowohl Racing selbst als auch der Content, den wir daraus gemacht haben mit den Vlogs oder Dokus, war einfach Hammer. Also bin ich richtig stolz auf das alles,
gemacht haben zu können und auch zu dürfen, ist immer noch ein absolutes Privileg, dass ich jetzt hier seit 13 Jahren YouTube-Videos mache, dass ihr euch das anschaut und wir solche Träume irgendwie verwirklichen können. Und ja, da sticht auf jeden Fall die 24-Stunden-Doku schon sehr raus. Aber es lief nicht alles gut auf der Nordschleife, denn im Jahr drauf, auch beim 24-Stunden-Rennen, da sind wir mit einem sehr geilen Auto gefahren, KTM Crossbow GTX, also praktisch die Hyper-Hyper-Version von dem, womit ich meine Rennkarriere eigentlich begonnen hatte. Ein Auto, was da 290 auf der Döttinger Höhe gelaufen ist, eines der schnellsten Autos im Feld, direkt nach den GT3s. Da fliegst du an den meisten anderen Autos einfach nur so vorbei, bis etwas kaputt geht. Bei uns ist so ein Benzinschlauch gerissen. Und zwar, als ich im Auto saß, bin Doppelstint gefahren, in die Nacht rein beim 24-Stunden-Rennen. Ja, also bin schon einen kompletten Tank einmal leer gefahren, dann Boxenstopp, Reifenwechsel, einmal komplett voll tanken und dann ging es wieder raus auf die Strecke. Aber im Streckenabschnitt Schwedenkreuz, kurz vor der Fuchsröhre, ist dann eben Benzinschlauch gerissen. Das heißt, ganz viel Benzin ist in den heißen Motorraum rein. Das ganze Auto ging in Flammen auf direkt. Ich bin gefahren, Vollgas, weit über 200 fährst du da und auf einmal wupp, merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Riechst sofort dieses Feuer, siehst in der Kamera, die nach hinten gerichtet ist, nur noch Flammen. Ich habe dann irgendwie versucht, das Auto anzuhalten, an einer Stelle, wo auch Streckenposten mit Feuerlöscher sind. Hab dann angehalten, es wurde auch von hinten versucht, das Ganze zu löschen. Ich habe drin erstmal geguckt, wie ich die Kuppel aufbekomme, ja, weil das Auto hat keine normalen Türen, du musst so eine Kuppel öffnen. Danach das Lenkrad abgemacht und weggelegt, weil sonst kommst du da gar nicht richtig raus. Hab mich dann langsam rausgezogen, weil im brennenden Auto willst du nicht sitzen bleiben, hab aber gemerkt, Scheiße, das Auto rollt, weil es war minimal abschüssig an der Stelle und das Auto stand genau schön gerade. Hätte man es natürlich im Nachhinein irgendwie nochmal anders gemacht, aber ganz ehrlich, ey, wenn du da mit 200 fährst, Auto brennt hinten, du versuchst irgendwo da zu atmen zu halten, wo gelöscht werden kann, dann willst du einfach nur gerade einmal schön stehen bleiben. Das sind übrigens die richtigen MVPs hier beim Rennfahren, möchte ich mal. Die kriegen viel zu wenig Anerkennung. Streckenposten, Streckenwart, die ganzen Safety-Leute, die kriegen viel zu wenig Anerkennung. Das sind die richtigen MVPs beim Rennfahren. Ohne die wäre der ganze Bums würde gar nicht funktionieren. Und dann gucken, wie du aus dem Ding rauskommst. Ja, Auto ist dann also langsam losgerollt. Ich wieder zurück rein ins Auto, voll auf die Bremse gedrückt. Auto bleibt stehen und ich dachte, Scheiße. Okay, ich hoffe jetzt einfach, dass die schnell genug hinten löschen. Die haben gelöscht, gelöscht, gelöscht. Hat daher zu lange gedauert, um es richtig zu löschen. War auch einfach ein Riesenfeuer, muss man sagen. Und der Rennwagen hat leider keine Handbremse oder sowas gehabt. Kannst du nicht irgendwie nochmal Gang einlegen. Das Lenkrad war nicht mehr da. Es lag dann da, alles voller Rauch. Du siehst nichts mehr richtig. Fang langsam. Ich habe das gestern übrigens, wo wir gerade davon gesprochen haben, ich habe gestern gerade gesehen, dass man sich am Lausitzring stand, gab es einen Stand, wo man sich dafür bewerben konnte. Ich habe kurz überlegt, sich mal als Streckenwart zu bewerben. Langsam an, den Qualm richtig einzuatmen, ich muss hier raus. Also, ausgestiegen, Auto brennend weitergerollt. Ihr habt die Bilder wahrscheinlich damals gesehen. Bild. Einmal nochmal ausführlich in der Doku von dem Jahr darüber gesprochen. Und ja, es war wahrscheinlich eines der bittersten Momente. Ich würde sagen, niemand irgendwie dabei verletzt. Also allgemein nicht die schönste Erinnerung, aber sie hat mich nicht vom Racing abgehalten. Ja? Es gibt die Tiefen, es gibt aber auch die Höhen. Wir haben natürlich weitergemacht, gab dann neues Chassis, also neues Auto praktisch. Wir sind noch die Saison weitergefahren. Also es gibt nicht nur 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, sondern noch weitere 4- und 6-Stunden langen Streckenrennen. Haben wir auch viele Pokale geholt in dem Jahr. War nicht immer die größte Konkurrenz, also es gab immer nur wenige Autos in unserer Klasse, die eben auch so GTX gefahren sind, immer nur ein paar. Aber wir sind immerhin Meister geworden in der Klasse. Und bis auf diesen Feuerunfall hatte ich nie irgendwie einen krassen Unfall am Nürburgring. Klar, mal so leichte Berührungen, aber da muss ich auch sagen, dass ich in 3 Jahren Nürburgring nicht einen heftigen Abflug oder so hatte. Auf der Strecke mit so viel Autos, da kann da auch, ohne dass man irgendwie eine Schulter hat, kann richtig viel schief gehen, aber bis auf den Feuerunfall, ja, lief ziemlich gut eigentlich. Ich habe die Strecke lieben gelernt, aber was ich nie so mochte auf dem Nürburgring, jetzt kommen wir langsam auch zu den Punkten, warum ich eben dieses Jahr keinen Motorsport mehr mache und nicht mehr fahre. Es ist so ein bisschen die Competition für mich verloren gegangen. Ne? Ich habe ja gesagt, wir haben viele Rennen gewonnen und auch die Gesamtwertung in dem Jahr, aber wenn du halt nur mit 2, 3, manchmal 4 anderen Autos kämpfst und teilweise die nach der ersten Runde gar nicht mehr siehst, weil du halt, ne, im Langstreckenrennen so weit auseinander bist. Klar, du kämpfst auch noch um die Gesamtwertung ein bisschen, dann ist es cool, wenn man halt in die Top 15 kommt, zum Beispiel von der Gesamtwertung und dann nur GT3s vor einem sind, das ist dann ein cooler Erfolg, wenn man ein paar GT3s schlägt, aber es ist nicht mehr diese Rad-an-Rad-Duelle, die ich in meinen ersten Racing-Jahren in der Rookie-Challenge oder auch mit den GT4s so geliebt habe. Und deswegen, so nice auch die Nordschleife als Strecke ist, das hat einfach irgendwie, das hat einfach mit der Zeit irgendwann nicht mehr ausgereicht, dieser Mythos grüne Hölle und dass man da auf dieser coolen Rennstrecke fährt. Ich glaube, das könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr im Jahr dann da irgendwie 8, 9 Rennen fahrt, dass das ein bisschen schwieriger wird und das hat es auch für die Videos schwieriger gemacht, weil es ist halt nicht immer irgendwas Krasses passiert. Und ein ganz großer Punkt, warum ich eben Motorsport mache, ist ja, weil ich YouTube mache und weil ich darüber coole Videos machen kann für euch. Deswegen, ja, war auf jeden Fall auch kein guter Punkt. Wir haben trotzdem weitergemacht. Wir sind jetzt im Mai, ne?
2025 wird ein sehr schönes Jahr und dafür brauchen wir die letzten 6 Minuten nicht mehr gucken eigentlich. Uns aber überlegt, dass wir eben für 2023 neben dem 24-Stunden-Rennen und ein bisschen Vorbereitung davor auf der Nordschleife auch wieder ein GT4-Rennen auf normalen Rundstrecken fahren. Und das war dann eben die GTC Germany. Da habe ich mir mit Yves zusammen ein Auto geteilt. Grüße gehen deswegen auch raus an Yves, der mich neben Teichmann, also Michael Teichmann, Georg Teichmann und auch ganz wichtig zu erwähnen, Georg Griesemann, der mich auch sehr unterstützt hat, gecoacht hat. Aber speziell eben Yves, mit dem habe ich mir ein Auto geteilt im letzten Jahr in der GTC. Also wieder Rundstrecke, richtige Rennen fahren und ich habe mich echt drauf gefreut. Aber es war nicht das Gleiche wie früher. GTC ist eine etwas niedrigere Stufe einfach, als was ich davor früher gefahren bin, eben in der ADAC oder in der Euro-Serie. Es waren weniger Autos. Wir haben am Anfang eigentlich direkt gut abgeschnitten, waren auf dem Podium im ersten Rennen, nur um nachträglich, weil wir ein paar Millimeter zu tief waren vom Auto, was praktisch nichts ausmacht in der Rundenzeit, aber im Motorsport ist so, wenn irgendwas leicht daneben ist, dann wirst du disqualifiziert, dann war es das einfach, das ist halt so. Wurden wir eben disqualifiziert, das heißt, es ging eigentlich richtig gut los die Saison und war dann direkt so ein richtiger Downer. Und an den an sich sportlichen Erfolg konnten wir nicht mehr so richtig anknüpfen in der Saison. Gab dann auch ein Rennen, da waren wir am Lausitzring, das ist wirklich im Nirgendwo. Ganz coole Strecke, aber da ist nichts drumherum. Und dann fährst du da stundenlang hin, nur um im Training ein Problem am Auto zu bemerken. Was soll denn der Sachsen das jetzt? Ey, Felix, Mann ey, das ist irgendwo im Nirgendwo. Entschuldigung, es kann halt nicht jeder Le Mans mitten in eine Stadt reinzimmern. Oder Daytona einfach mitten in eine Stadt reinknallen. Das geht halt nicht. Mann ey. Lausitzring ist eigentlich voll die schnieke Strecke. Und so weit ist das auch nicht. Entschuldigung? Da fährst du, kackst du einmal runter von der Autobahn und dann bist du schon da, Mensch. Hör doch auf, ey. Super. Vor allen Dingen ist auch Tropical Island nicht so weit weg für die Entspannung. Merken, wodurch du dein Training verpasst, dein Qualifying verpasst und dein erstes Rennen verpasst. Fürs zweite Rennen hat das Team wirklich Top-Job gemacht und das Auto mit einem Ersatzteil repariert bekommen, was schwer zu besorgen war. Aber dann bist du auch das Rennen halt ohne Vorbereitung gefahren, das war auch nicht geil. Und dann fühlst du dich halt schon in diesem Moment so, warum mache ich das eigentlich gerade? Und diese Momente waren letztes Jahr ein bisschen häufiger da. Versteht mich nicht falsch, es ist ein absolutes Privileg, Rennen zu fahren, es ist ein Traum, der für mich wahr geworden ist. Und das war mir auch in diesen blöden, nervigen Momenten letztes Jahr mehr. Lausitzring ist in Brandenburg? Moment. Oh no. Paul, schneid das bloß raus. Das ist... Oh. Das war jetzt maximal unangenehm. Oh no. Ich bin ehrlich, ich habe wirklich gedacht, das liegt in Sachsen. Weil ich habe mir das nie angeguckt auf der Karte. Weil Lausitz, also dieses Sitz am Ende, ist für mich immer so ein bisschen sächsisch. Diplomierter Kartograf, by the way. Ja, aber das muss ich wirklich zugeben. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das ist in Sachsen. Danke fürs Korrigieren. Dann muss ich, also, Ja, alles klar. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, ey, das ist so krass, dass ich hier gerade Rennen fahren darf. Und das auch noch ohne einen Cent selbst dafür bezahlen zu müssen, was auch absolut nicht normal ist, was eben auch nur geht, weil ich YouTube mache und darüber dann andere Sponsoren ins Team kommen. Also bis auf meine erste Saison musste ich nie mit eigenem Geld irgendwas finanzieren, sondern es kam dann immer 2019 direkt durch meine eigenen Sponsoren, die ich da reingebracht habe. Danke einfach mal an der Stelle an die ganzen Sponsoren, und die wäre es ja auch nicht möglich gewesen. Und in den anderen Saisons waren es immer Sponsoren, die direkt am Team dran waren, die halt irgendwie dran interessiert waren, dass über mich als YouTuber das mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es waren auch meistens gar nicht meine direkten Verträge, sondern es war immer übers Team geregelt. Aber ja, über diese Konstellation wurde eben mein Fahrerplatz finanziert. Ne? Irgendjemand muss im Motorsport immer zahlen. Bis hoch in die Formel 1 geht es darum, welcher Fahrer wo ist. Und dann fließen mehr oder weniger Sponsorenmillionen. Bei uns waren es keine Millionen. Insgesamt wahrscheinlich leider schon, oder? 7 Jahre zusammengerechnet? Eieiei, wahrscheinlich über 1 Million, ja. Aber ja, gerade weil es eben so ein Privileg ist, das machen zu dürfen, dachte ich mir, das kann ich nur machen, wenn ich es auch richtig fühle. Wenn ich richtig Spaß dran habe und ich mir denke, es gibt gerade nichts Geileres, als das zu machen. Und das war jahrelang so, als ich Motorsport gemacht habe, aber in den letzten 2-3 Jahren ist es einfach weniger geworden. Zum einen liegt das bestimmt ein bisschen daran, dass einfach die Jahre auf der Nordschleife nicht mehr so ganz kompetitiv waren, nicht mehr ganz mit diesen Rad-an-Rad-Duellen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Aber zum anderen liegt es auch einfach daran, dass ich diesen Traum Motorsport jetzt 7 Jahre ausführlich gelebt habe. Und irgendwann ist dieser Traum halt einfach erfüllt. Und dann ist es vielleicht auch ganz normal, dass man seine Prioritäten auf neue, auf andere Träume setzt. Ich war immer jemand, das konnte man hier auf YouTube auch gut sehen, der eben nicht nur sich für eine Sache begeistern konnte, sondern für ganz, ganz viele. Ich habe es immer geliebt, viele Sachen auszuprobieren. Motorsport war ein ganz, ganz großer Teil in meinen letzten Jahren. Und ich will auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann wieder Motorsport mache. Aber gerade bin ich richtig froh, dieses Jahr nicht zu fahren. Es steht jetzt nächste Woche das 24-Stunden-Rennen an. Ich bin in den letzten 3 Jahren da mitgefahren, dieses Jahr nicht. Es ist schon ein sehr komisches Gefühl und ich hatte auch Angebote, nur dieses eine Rennen zu fahren. Auch 2 sehr ernsthafte Angebote dafür, aber es hat sich irgendwie für mich nicht richtig angefühlt. Und dass ich keine komplette Saison... Das finde ich übrigens sehr gut. Es ist wichtig, dass man immer was ausschlägt. Saisonfahrer, das stand jetzt schon länger. Das beweist sehr viel Charakter.
fest. Ich habe nicht mal meine Rennlizenz dieses Jahr beantragt. Dafür muss man immer zum Arzt gehen und so eine Bescheinigung holen und dann das alles anmelden. Und nicht mal das habe ich gemacht. Normalerweise habe ich das immer im Januar gemacht und dieses Jahr direkt da nicht. Da war ich noch in Gesprächen, auch mit Teichmann Racing, wie wir denn dieses Jahr weitermachen. Aber irgendwie hatte ich da schon im Inneren das Gefühl, dass es der richtige Schritt wäre, dieses Jahr einfach nicht zu fahren. Also ihr merkt, es gibt nicht irgendwie den einen Grund. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie rausgeworfen wurde aus einem Team oder das Budget ausgegangen ist oder so. Also über Sponsoren hätte ich auch noch eine Saison finanzieren können. Und mit Geld kann man im Motorsport eh praktisch alles machen. So traurig das auch klingt, so ist die Welt halt. Aber wenn ich es nicht richtig fühle, wozu? Und es ist ja auch ein riesiges zeitliches Commitment. Eben Rennen, Training, Sponsorentermine, hier zu Hause im Simulator vorbereiten, die Reisezeiten zu den Rennstrecken. Es kommt viel zusammen. Ich habe es 7 Jahre lang gemacht. Und vielleicht tut mir auch diese Pause einfach mal gut, um ein Jahr Abstand zu haben. Vielleicht vermisse ich jetzt so richtig, dass ich fahre. Noch nicht, aber vielleicht kommt das noch in den nächsten Monaten, dass ich mir denke, scheiße, warum fahre ich nicht? Und dann lodert das Feuer wieder in mir. Vielleicht auch erst in ein paar Jahren, wer weiß. Auf jeden Fall möchte ich mich dieses Jahr anderen Sachen widmen. Ihr merkt schon auch, vielleicht, falls ihr meinen Gaming-Kanal abonniert habt, ich mache gerade wieder regelmäßig Gaming-Videos, weil ich darauf Bock habe. Das wird nie mein Hauptkanal wieder werden, Leute, aber so als Hobby-Kanal nebenbei mache ich das einfach sehr, sehr gerne mit Izzy zusammen auch. Und hier auf dem Hauptkanal gibt es natürlich weiterhin Vlogs und ich möchte auch wieder mehr reisen. Da steht ein sehr großer Roadtrip an, wo ich glaube, sehr, sehr coole Videos entstehen werden. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, dass das alles im Juni und Juli, also ein großer Roadtrip, auch über meinen 30. Geburtstag hinweg. Ich werde einfach 30, Leute, auch krass. Aber ja, im Großen und Ganzen, ich bin happy, dass ich das alles erleben durfte. Motorsport, Racing war eine mega Zeit für mich. Vielleicht ist sie nicht für immer vorbei, ich möchte nicht so die Tür für immer zumachen, aber erstmal, Leute, finde ich, ist es ein cooler Abschluss. Ich habe viel erlebt, coole Videos gemacht und ich wiederhole mich vielleicht, aber das allergrößte Dankeschön geht einfach raus an euch. An euch Zuschauer, denn ihr habt mir das ermöglicht. Ihr habt mir diesen Traum ermöglicht vom Rennfahren. Das hätte ich sonst niemals machen können. Und ich hoffe, ihr hattet auch in den letzten 7 Jahren Spaß mit den ganzen Speak-and-Racing-Videos und konntet auch so ein bisschen in die Racing-Welt eintauchen. Also danke an euch, aber auch nochmal an alle Sponsoren, die das ermöglicht haben. An meine Teams, Teammitglieder. Seien es jetzt die Fahrer, aber auch Mechaniker, Ingenieure. Und wer da auch alles im Hintergrund dazugehört, damit so ein Rennstall läuft. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Danke auch nochmal an meine Kamerajungs, weil alleine hätte ich logischerweise nicht von außen meine Videos filmen können und an den Nordschleife danke an die ganzen Fancam-Einsendungen, also an alle Zuschauer, die an der Strecke gestanden haben und da Videos aufgenommen haben. Auch eine richtig, richtig coole Sache. Vielen, vielen Dank. Und zu guter Letzt, ich muss einfach nochmal erwähnen, Bernie. Danke an dich. Also ohne dich, Bernie, wäre das ganze Motorsport-Thema bei mir niemals so groß geworden, wie es jetzt in den letzten 6 Jahren geworden ist. Sonst wäre es wirklich nur das eine Jahr gewesen. Das wäre auch schon cool gewesen, aber durch dich, Bernie, ist alles so ins Rollen gekommen. Deswegen danke an dich. Und das war's mit Spielkind Racing. Vielleicht nicht für immer, mal schauen. Aber jetzt kommen erstmal andere Themen in meinem Leben und hier auf dem Kanal. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder dabei. Sorry, dass alles so lang heute geworden ist, aber es war einfach ein wichtiges Thema für mich. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch in Zukunft dabei. Falls ja, abonniert den Kanal und drückt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Mach's gut, Leute. Ciao. Ciao. Bei einigen Menschen ist 30 so eine magische Zahl im Leben, wo man nochmal so ein bisschen kurz innegeht und alles so ein bisschen Revue passieren lässt und seine Prioritäten nochmal überdenkt.